Willkommen zurück bei Jedi Fallen Order. Und wir haben aufgehört auf der Insel. Ich habe keine Ahnung, auf was für eine Insel wir sind. Doch, auf Kashyyyk, weil wir haben Tafu getroffen und wir wollen jetzt irgendwo auf einen Baum, um einen Baum herum. Wer weiß das schon? So genau. Schauen wir mal. Ich erinnere mich. Ruhig. Verletzt. Können wir ihm helfen? Bewahren wir mal das Echo und werden dabei gestört. Okay. Ich habe auch keine Stims, was sehr praktisch ist. Der Baum verbindet den Kern des Planeten mit dem. Aber hey, wir brauchen schon Stims. Ich. Ich brauche keine Stems. Das nächste Ding wird bestimmt direkt hier. Oh, hallo. Die Ansicht. Nette Kulisse. Wir springen hinauf. Immer und immer höher. Klettern. Wie bewegt sich das? Das bewegt sich. Müssen wir. Okay, ich gehe einfach mal da drauf. Ich hätte jetzt auch nach links springen können. Also ich behaupte, ich hätte auch da drauf springen können. Da ist auch eine Truhe. Und da ist ein Gleiter. Jetzt ist die Frage, was ist der richtige Weg? Hey, BD, hier drin. Zeig mal, was du gefunden hast. Toll. Wir können jetzt auch in Gelb. Super, schön. Wer bist du? Warte mal, von dir habe ich eine Leiche gesehen. Von dir habe ich eine Leiche gesehen, bei dem, da wo ich mich gefragt habe, was soll ich da? Ein Tach. Hi Tag, wie geht's dir? Anscheinend ist oben der richtige Weg, denn hier geht's nicht weiter. Dann machen wir das. Dann gehen wir oben weiter. Wie gesagt, einer von denen lag tot in der. Bevor wir diesen Arena-Kampf gemacht haben, mehr oder weniger. Als wir BD1 befreien wollten. Ich kann da einfach so rüberspringen. Kann ich? Aus dem Klon kriegen. Der Krieg endete hier nie. Alles, was wir getan haben, hatte es Bedeutung? Sein oder nicht sein. Das ist hier die... Hä? I don't... Ah. Das war mehr oder weniger ein bisschen knapp. Und guck mal, ich hab doch gesagt, ich brauche keine Stims. Da scheint schon der nächste Punkt zu sein. Hoffentlich. Yes. Easy. So, wir haben auch einen Fähigkeitspunkt bekommen. Ich glaube, die nächste Fähigkeit, die ich haben wollte, kostete 3 Punkte. Wir haben nur 2. Ich bin mir eigentlich relativ wohl. Bin ich mir sicher? Wir gucken mal eben nach. So, 2 Fähigkeiten, zusätzliches Leben. Ist nice. Was haben wir hier? Okay, ist erstmal uninteressant. Kindergruppe durch Luft. Mächtiger Magnet. Rucker in Kreisrichtung zieht. Maximale Macht erhöht. Der Lichtwurf. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, möchte ich gerne das hier haben. Erhöht jeglichen Lichtschwertschaden. Kann ich nicht, also...
Kann ich nicht ignorieren. Cool. War schön mit euch. Das sieht aber auch eher so aus, als sollte ich von da hinten hier hinkommen. Ich glaube eher, wir müssen hier... Er könnte der Letzte seiner Art sein. Ja. I'm confused. Weil ich sehe da nichts auf der anderen Seite. Also... I'm so confused. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Mach ich hier was? Ne, ist hier irgendwas zum Rutschen? Kennt man ja, ne? Also das Spiel mag es ja zu rutschen. Da hinten ist er übrigens. Da hinten schläft er oder ruht sich aus oder was weiß ich nicht was. Ist hier irgendwas, was ich ranziehen kann? Ah. Also müssen wir hier lang. Okay. So wahrscheinlich nicht. Und wisst ihr, was Schönes ist? Richtig. Just in diesem Moment ist die Batterie von meinem Controller leer gegangen. Das ist ja... Wow. So, jetzt darf ich euch hier wunderbar unterhalten, während ich mir eine neue Batterie hole. Also nicht Batterie, sondern ein neues Akku hole. Sehr schön. Super spannend, ich weiß. Weil ich mich nicht mehr... Ja gut, wenn ich die Maus bewege, dann bewegt sich ja... Ja, okay. So... Neue Batterie, also neues Akku rein, Controller wieder an und... Ah, ich kann mich wieder bewegen, dankeschön. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ah, wir können... Vielleicht hilft der Doppelsprung. Okay. Okay, I'm sorry. Wir haben eine neue erlernte Fähigkeit. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu hoch springe. Okay, unser neuer Doppelsprung hilft dort aus. Gut zu wissen, dass das so möglich ist. Hallo, mein Freund. Darf ich auch mit Doppelspringen auf dich springen? Wir gehen einfach mal. No risk, no fun. Ich will helfen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich will ihn nicht verschrecken. Hey, alles okay. Wir wollen dir nichts tun. Wir sind Freunde, ja? Freunde. Alles gut. Ein Teil des Schiffs der 9. Schwester. Wir müssen ihn entfernen. Das tut jetzt weh, okay? Tut mir leid. Danke, Billy. Das war's. Wow. Ja, es war das Mindeste. Der Schiovogel. Und sagt mir gerade, wohin ich soll, ne? Ist das korrekt? Ich würde mal behaupten, ja, wir folgen ihm einfach mal. Oh, wir dürfen aufsteigen. Okay. Nimmst du uns mit? Von mir aus? Erinnert mich ein bisschen an The Last Guardian. So viel hat das Imperium noch nicht angerührt. Nette Aussicht, meine Frage ist aber, wo bringt uns der Vogel denn hin?
woher weiß er, wo wir hin wollen? Dankeschön. Was? He's gone. Hallo? He is gone. Okay, wir sind jetzt ein gutes Stück weiter oben, würde ich mal behaupten. Was gefunden? Kriege ich jetzt eine Modifikation für mein Lichtschwert? Okay, und Fähigkeiten haben wir gegebenenfalls alle. Oder so ähnlich. What? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, endlich ist die kaputte Seite unten weg. Und jetzt haben wir ein Doppelklinge. Punkto Massenkontrolle überragend. Setze Machtangriffe ein, um größere Gruppen zur Bewältigung sie zu besiegen. Blocke nach der erfolgreichen Abwehr eines Ballastak-Kohlbolzens weiter, um weitere Bolzen auf die Gegner zurückzuwerfen. Hä? Aha, okay, rechts und... Okay. Okay, so jetzt habe ich. Okay. Jetzt haben wir ein Doppellichtschwert. Ich weiß noch nicht genau. Suchst du was? Das macht doch wahrscheinlich weniger Schaden, nehme ich stark an. Endlich habe ich es gefunden. Das Astrium. Wie Sepho-Weise es vor Jahrtausenden benutzt haben. Hier in meiner Hand ruht ein Teil galaktischer Geschichte. Oh, dafür kann ich Tarful niemals genug danken. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Wir müssen nicht zurück nach Datomir. Die Dunkelheit hat jeden Versuch vereitelt, das Astrium in Kujets Grab zu finden, aber die Macht... Die Macht bereitet uns einen neuen Pfad. Kujets Grab. Kujets Grab. Oh. Ja, genau. Das. Ja. Okay. Kujets Grab. So. Dann ruhen wir uns aus. Haben wir eine neue Fähigkeit bekommen dadurch? Aber wahrscheinlich nicht, ne? So, Doppelwurf, keine Ahnung. Nö. Doch, haben wir tatsächlich. Wartest du einen Moment, bevor du einen Angriff ausführst, nachdem Curl sein Doppelklingenschwert geschwungen hat, kann eine Reihe von seinen Angriffen auf die hohen Schaden verursachen. Curl fügt aber einen Spezialangriff aus, während der Lichttyp wechselt. Okay. Ich möchte trotzdem den Lichtschwertschaden bitte zuerst hoch haben. Weil das ist einfach, das wird mir in Bosskämpfen und ähnliches halt viel mehr bringen. Hi. Jetzt hilfst du mir nochmal? Anscheinend soll ich rutschen. Ach, das ist gar nicht zum Rutschen. Das sieht aus wie ein Bosskampf. Interagieren. Gibt's hier noch was? Nee, hier gibt's nur Vogel. Hähnchen zum Mittag. Ja, Boss, sag ich doch. Hab ich dich wieder? Du schadest niemandem mehr. Ich weiß gar nicht, warum die zweite Schwester dich für so wichtig hält. Sie mag Souvenirs, aber Erinnerungen sind mir egal. Und ganz ehrlich, du bist meine Zeit nicht wert. Also machen wir schnell.
So, ich komme jetzt natürlich gegebenenfalls noch überhaupt nicht klar mit diesen Doppelschwertern. Oh, okay, sie kommen jetzt hier nach. Ich hätte auch Angst vor mir. Wenn die so weitermacht, dann töte ich sie. Machst du doch was anderes? Das ist so der einfachste Move, den du haben kannst. Na komm, mach mal. Was zum Teufel? Bitte kann doch was anderes. Für einen Jedi? Ist doch das Gleiche! Shit. Okay. Die Jedi sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das war jetzt nicht so klar. Oh, B. Was? Boah, andere Taste. Das ist nicht normal. Stop it. Du wirst nicht gewinnen. Komm schon. Erst mit dem First Try versuchen. Oh, was ist das denn? Was wird das denn hier, wenn es für dich ist? Schade. Das war wirklich knapp. Echt schade. Fast der First Try. Ärgerlich. Ein bisschen ärgerlich, aber gut. Also, die erste Phase von ihr ist lächerlich einfach. Das muss ich einfach sagen. Ich habe zwar gerade Leben verloren gehabt, aber das war wirklich traurig, dass ich da Leben verloren habe. Bitte, dass jetzt direkt die Schwester kommt oder der Vogel nochmal. Ne, nochmal die Schwester. Ich muss eigentlich mehr oder weniger nur darauf warten, dass sie einmal den Machtstoß macht. Okay. Oh. Und dann mache ich so. Und damit kann man mehr oder weniger schon die Hälfte des Kampfes. Jetzt springt sie wieder. Und ich lasse mich drin. Das ist natürlich richtig schlau. Aber das ist wirklich lächerlich. Ich hätte auch Angst vor mir. Komm her. Versuche ich mal ein bisschen getimter zu spielen. Na komm, spring. Unberechenbar. Okay, das war jetzt uncool. Ist sie gerade in die zweite Phase gewechselt, ohne dass es gemerkt hat? So, jetzt kommt die zweite Phase. Nee, auch nicht. Jetzt! Mac. Hilf mir, BD! So. Oh, das war nicht schlau. Okay. Das kriegen wir hin. Ja.
fühlst du dich? Das war dumm, ich muss mich dringend heilen. Ich muss hier auf Abstand gehen. Dankeschön. War das schon alles? So, wie gesagt, die ist. Also ich finde die gerade überhaupt nicht schwer. Also dass man im zweiten Try. Sie ist nett! Also es ist eine nette Mechanik. Welche Taste? X, okay. Aber sie ist überhaupt nicht schwer. Also ist ne? Ganz nette Sachen und so. Aber viel zu vorhersehbar. Traurig, dass ich es nicht beim ersten Versuch gemacht habe. Als Inquisitorin weiß ich, dass kein Rückschlag zu groß ist. Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das Geringste. Weißt du, ich war auch ein Jedi. Ich würde dich gerne anwerben. Und verbrechen dich wie den Rest von uns. Es sei denn, sie hat natürlich noch eine Phase. Darauf folgt Isolation, Folter, Verstümmelung und deine Freunde. Von wem lässt du die Finger, verstanden? Niemand stoppt das Imperium. Aber dich schon. Na? Ist sie tot? Das war das Ende eines Inquisitors. Hey! Wir dachten, du wärst tot. Dir geht's gut. Wir müssen zurück. Sie und Grease erwarten uns. Alright. Also wie gesagt, nette Sachen und so, aber viel zu vorhersehbar und leicht in Anführungsstrichen. Aber ein schöner Kampf. Also der Kampf hat mir gefallen. Wie gesagt, ein bisschen zu leicht. Neunte Schwester besiegt. Kriege ich dadurch auch. Ja, 3 Fähigkeitspunkte. Dankeschön dafür. Und damit kann ich dann auch die Fähigkeit, die mir gerade eben den Kampf nur noch leichter gemacht hätte. Nämlich mehr schaffen. Gut. Dankeschön. That's it. That's all we got. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt vom Vogel irgendwo runtergebracht worden, ja? Dankeschön. So, ich nehme fast schon an, wir waren hier schon mal. Ich muss mich gerade nur irgendwie orientieren. Vielleicht auch nicht. Orientieren? Ja, Entschuldigung, falsche Taste. Hier mit dem Fuß einfach. Das brauchen wir. Hey, BD, siehst du mal an. Ja, sehen wir es uns an. Will ich's wissen. Oh. Haben wir nicht den gleichen schon? Für mich sieht das fast alles gleich aus. Ja, ne, das eine ist in Pink. Nein, Rot natürlich, aber ne, im Sinne von. Aber. Ich hatte hier gehofft auf irgendwie bessere Farben. Das ist ein bisschen traurig hier, aber egal. Was soll's. Ich habe nicht vor, wie so eine Straßenlaterne irgendwie durch den Dschungel zu laufen. Aber naja. So, wir können hier hoch. Da hinten ist aber offen. Ist das offen? Ist es nicht offen? Nein! Stopp! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte gerade hier schön ins Wasser springen und auf einmal zieht der an den Haken. Ich glaube, es hackt. Was? Scan? Ja, scan. Sehr gut. Alles, was EP gibt, nehmen wir mit. Was ist es, BD? Und hier war halt auch noch eine Truhe, auf jeden Fall. Die ist, ich hab's richtig gesehen, die ist offen. Dann waren wir da doch schon. Dann bin ich aber nur noch verwirrter, weil... Da
bin ich tatsächlich ein bisschen verwirrt. Ja, wo sind wir hingegangen? Und warum sind wir nicht? Wundert mich ein bisschen. Ich brauche doch nicht ausruhen. Ja, egal. Wundert mich gerade ein klein wenig. Aber ist auch egal. Weil die Kiste, dass wir die hier nicht aufgemacht haben, das ist das, was mich wirklich ver... Was mache ich hier? Das ist das, was mich wirklich verwundern lässt. Aber egal. Auf geht's zurück. Genau, das ist auch richtig. Wir wollen theoretisch zur Mantis. Feind nähert sich! Ja, Lichtschwertschaden ist erhöht, würde ich sagen, ne? Aber das soll sich ja ernst, oder? Wie sehr ist denn der Lichtschwertschaden erhöht? Okay, nicht zu schlimm. Hast du... Wer? Hier ist Hanabe. Oh, zu früh. Aber hat auch trotzdem gereicht. Okay. Oh, ich wollte beinahe auf der anderen Stange da balancieren. Wow, das ging einfach. Ich glaube, das müsste der kürzeste Weg sein. Das ist unser im letzten Part, glaube ich, freigeschalteter Aufzug. Und eigentlich, wenn ich mich nicht irre, müsste das der kürzeste Weg zurück zum Mantis sein. Okay, mir bleibt nur der eine Weg. Na los, holen wir ihn uns! Hab's gehört! Ergib dich! Jedi! Ja, du schießt nur Hack bei dir. Ich mach doch schon wesentlich mehr Schaden. So, und hier, meine lieben Damen und Herren, kriegen wir endlich mal einen Doppelsprung, um zu gucken, was denn zum Teufel hier oben ist. Und das ist... ein... was ist das? Angelrute, Gewehr? Die Wookies sind nutzlos. Wenn sie verbraucht sind, fordern wir neue an. Das heißt, Formulare ausfüllen. Oh, was für ein Aufwand. Wookie-Unterdrücker. Ich muss wohl tatsächlich doch leider... Mantis? Nein. Scheiße. Mantis? Hier! Zement ist okay. Also. Bin ich? Da bin ich. Ach du Scheiße. Also auf jeden Fall mehr oder weniger links halten. Aufzug und dann. Okay, alles klar. Ich verstehe. Ja, ich weiß so grob, wo ich lang muss. Dafür brauche ich aber erstmal den Aufzug. Oh, hoffe ich. Na komm. Sesam, aktiviere dich hier. Wo muss ich hier dann? Nee. Genau. Und jetzt hier lang. Ja. Das ergibt Sinn.
So, wenn wir bei der Mantis sind, würde ich den Part auch gerne beenden. Wenn da nicht irgendeine Cutscene, lange Cutscene kommt. Sind wir schon da? Schau mal. Okay. Genau, da ist der. Ne, genau. Da ist der. Hier ist niemand mehr. Ist das korrekt? Ach, ich will immer in den Fuß einsteigen. Cordova glaubt, der Schlüssel zum Gewölbe ist auf Datomir. Ist der Wookie gefunden? Ja. Aber es ist gefährlich dort. Das Imperium ist überall. Inquisitoren? Naja, Triller. Die zweite Schwester. Sie ist erstmal weg, aber sie verfolgt uns noch. Die neunte Schwester ist besiegt. Schmeckt's? Damals in den Klauen des Imperiums wehrte ich mich kaum. Ich schwor, dass ich lieber sterben würde, als zu reden. Aber dann kam der dunkle Schatten über mich. Er war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum. Doch ich kämpfte weiter. Ist das Salz? Aber am Ende zerbrach ich und lieferte ihnen Triller. Ich weiß, dass das niemals wieder gut zu machen ist. Aber noch besteht die Chance, die anderen auf dem Holocron zu retten. Okay, also... Die neunte Schwester sprach davon, ein Inquisitor zu werden, als ob das unvermeidbar wäre. Ihr habt dasselbe durchgemacht wie sie, seid aber nicht beigetreten. Kerl. Schon okay, Sir. Wir finden Cordovas Holocron. Hey! Nimm die Laser aus meinem Essen! BD1 fand das wohl auch ein bisschen zu viel Salz. Ah, okay. So, an dieser Stelle würden wir gerne einmal den Kreis betreten. Den heiligen Kreis. Meditieren. Einmal ausruhen. Und danach machen wir einen Cut. Ich sag bis zum nächsten Part. Viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.